Willkommen zu einem neuen LS22 Spotlight Video. Wir schauen uns heute mal die Tiere im neuen Landwirtschaftssimulator an. Das heißt, wir werden uns um die Hühner, um die Pferde, um die Schweine, um die Schafe und natürlich auch um die Kühe kümmern. Und wie immer gilt, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und auch dieses Spotlight-Video wird wieder präsentiert von Nitrado. Dort bekommt ihr nämlich eure LS22-Server für den PC, für die PlayStation und auch für die Xbox. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Schaut da gern mal vorbei. So, ich würde sagen, wir starten mit dem, was ich so als simpelste Tierart im Landwirtschaftssimulator bezeichnen würde. Es gibt zwar noch die Bienen, das ist noch ein bisschen simpler. Dazu habe ich allerdings schon ein extra Video gemacht, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Danach kommen allerdings direkt die Hühner und bevor wir uns jetzt gleich um die Fütterung und Spezifikation und sowas kümmern, gehen wir erstmal ins Baumenü und dann schauen wir uns erstmal an, welche Ställe es da gibt und was da die Unterschiede sind. Bei den Hühnern ist es noch relativ simpel. Da seht ihr, das sind vor allen Dingen preisliche Unterschiede und optische Unterschiede und auch Kapazitätsunterschiede. Das heißt, in den einen Stall hier, das ist so ein reiner Freilandstall, will ich jetzt einfach mal sagen, da passen insgesamt 30 Hühner rein und in den anderen, der ist ein bisschen größer und hat hier auch noch so eine Halle, da passen 360 Hühner rein. In der Fütterung und in der Versorgung und auch in dem, was dabei rumkommt oder was da rauskommt, sind die Ställe allerdings gleich. So, jetzt gibt es allerdings einige Änderungen zum LS19 bei den Tieren selbst und ganz wichtig, die Pferde, die Kühe, die Schweine, die Schafe, die kann man entweder mit einem Viehtransporter transportieren oder die eben übers Tiermenü kaufen. Bei den Hühnern geht das meines Wissens nach allerdings nur über das Tiermenü und das rufen wir direkt mal auf und sehen dann, es gibt unterschiedliche Huhnarten. Es gibt ein ganz günstiges Huhn, dann etwas teurer und ein Hahn und da wurde teilweise ein bisschen Quatsch erzählt, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen bei dem Kauf. Die Sparfüchse werden nämlich direkt hier zu dem günstigen Huhn greifen und sagen, 5 Euro, das nehme ich doch mit. Es gibt allerdings einen Haken, wenn wir nämlich jetzt hier 28 auswählen, dann sehen wir, das ist eigentlich eine günstige Geschichte. Allerdings haben die ein Alter von 0 Monaten. Das sind eigentlich also noch Küken, würde ich jetzt mal in meinem laienhaften Verständnis sagen. Und Küken geben so von Geburt an ja keine Eier. Also da purzelt nicht direkt ein Ei raus, sondern das dauert erstmal. In der Realität kommt das ein bisschen auf die Rasse an, wann die dann eben Eier legen. Das geht so ab dem 4. Monat, glaube ich, los. Im Landwirtschaftssimulator dauert es auch ein bisschen. Das heißt, wer sich jetzt hier die günstigen Hühner kauft, der kauft sich erstmal Hühner, die noch keine Eier legen können. Das heißt, man muss die immer fleißig füttern, muss die versorgen, aber man wird erstmal noch keine Eier bekommen. Wer Eier haben will, Eier, wir brauchen Eier, der kann dann hier bei dem zweiten Huhn gucken. Das ist ein bisschen teurer, ein bisschen sehr viel teurer, nämlich 10-mal so teuer. Aber, und da muss dann auch noch immer Gebühr entrichtet werden, aber damit bekommt man dann eben direkt Eier. Und kann jetzt hier einfach 25 zum Beispiel mal kaufen. Dann müssen die noch versorgt werden und sobald die mit Futter versorgt sind, legen sie eben los mit der Eierproduktion und beschenken uns reich. So, und dann gibt es als drittes noch die Hähne. Die sind ähnlich günstig und die sorgen für ein bisschen Stimmung im Stall. Ja? Die sorgen für die Reproduktion. Das heißt, man kann so ungefähr rechnen, ein Hahn auf 10 Hühner. Man kann das allerdings so, wie man selbst das haben möchte, anpassen. Also es gibt jetzt nicht so eine festgelegte Zahl. Aber wer es ganz korrekt machen will, der kann so ein Hahn pro 10 Hühner eben kaufen. Und wir kaufen in unserem Fall, wären das jetzt so ungefähr 2. Und die kaufen wir jetzt einfach mal und dann sehen wir, die sehen nicht nur schick aus, sondern sorgen dafür, dass es Nachwuchs in dem Stall gibt und dass wir dann sukzessive mehr Hühner haben werden. Ja, die machen jetzt ihr Werk hier, die verrichten ihr Werk und müssen natürlich auch noch mit dem passenden Futter versorgt werden. Und da sind Hühner echt dankbar, denn wenn wir uns mal anschauen, was Hühner brauchen, dann sehen wir hier, Hühner brauchen, na, die haben jetzt natürlich keine gute Gesundheit und auch keine Reproduktion hier auf der Hühnerweide. Aber wenn wir mal in den Stall gucken, dann sehen wir, Hühner brauchen Weizen, Gerste oder Hirse. Und zwar nur eines davon. Das heißt, je nachdem, was man jetzt so auf dem Hof übrig hat, kann man das einfach reinschütten und dann sind die Hühner glücklich und sind zu 100% effektiv. Man muss nichts sauber machen wie im LS19 oder muss sich sonst irgendwie kümmern, sondern einfach nur das reinwerfen, dafür sorgen, dass immer Essen vorhanden ist. Wir werfen das hier vorne bei dem Silo mal schnell rein. So. Zack. Und dann werden Eier produziert.
und was man mit diesen Eiern machen kann und wo man die bekommen kann, auch das schauen wir uns schnell nochmal an. Aber erstmal wird hier fertig abgeladen und dann lassen wir unseren Schlepper hier irgendwo stehen. Am besten hier vorne. Steigen schnell aus und dann sehen wir, hier vorne ist dann das Produkt. Das sind unsere Eier. Die können wir mit einem Gabelstapler oder mit einem Frontlader oder was auch immer hier rausheben. Und dann entweder direkt verkaufen, und das ist auch gar nicht so unlukrativ. Wenn wir hier mal schauen, dann sehen wir bei der Bäckerei immerhin 3630 Euro und beim Shop Le Jardin de Fermier, ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen, sind es 2887 Euro. Und man kann die nicht nur verkaufen, sondern man kann sie auch in der Produktionskette verarbeiten. Wenn er also mit Produktionsketten spielt, dann ist es, glaube ich, die Bäckerei, bei der man das abliefern kann. Kann man nochmal schnell hier schauen, Produktion, und dann sehen wir hier Bäckerei. Da braucht man allerdings auch noch viele andere Dinge. Man braucht Mehl, man braucht Erdbeeren, man braucht Milch und andere Dinge, hier Butter und so. Aber eben auch Eier, und daraus kann man dann Kuchen herstellen in der Bäckerei, und das wird dann auch nochmal gewinnbringend verkauft. So, damit sind die Hühner im Prinzip auch schon abgefrühstückt. Tada. Und wir machen weiter mit den Pferden. Auch die sind noch relativ dankbar, sind allerdings schon etwas anspruchsvoller und sind direkt hier nebenan stationiert. Und unseren Hobel lassen wir hier einfach mal stehen und gucken uns wie gerade erstmal die Ställe an. Hier wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter, denn hier gibt es insgesamt 3 Ställe. Auch die unterscheiden sich wieder in ihrer Kapazität. Hier vorne passen 14 Pferde rein, hier in den etwas günstigeren Stall 8 Pferde und in den kleinsten Stall, was eigentlich nur eine Weide ist, passen eben 5 Pferde. Was allerdings wichtig ist, das Futter ist überall dasselbe, was man hier reinwerfen kann, aber was wichtig ist, wer günstig kauft, der kauft sich auch ein bisschen Arbeit mit ein, denn hier ist keine automatische Wasserversorgung dabei. Das heißt, hier müsst ihr immer noch Wasser anliefern, wenn ihr euch diesen günstigen Stall oder diese Weide hier platziert. Bei den anderen Stellen ist eine automatische Wasserversorgung dabei. Da müsst ihr dann nicht immer noch mit dem Wasserfass anfahren. Das ist ganz gut, wenn der Betrieb dann irgendwann größer ist. Am Anfang nervt es einen vermutlich nicht, aber wenn es dann irgendwann größer ist, kann einen das schon mal ein bisschen stören. So. Und wenn dann der Stall platziert ist, dann muss man die Pferde füttern. Das gucken wir uns gleich noch an. Und man muss sich auch so ein bisschen um die Pferde kümmern. Und da hat sich eigentlich nichts zum LS19 verändert. Man kann nämlich hier einfach... Wen haben wir hier? Oh, der Randy. Das ist unser, ja, das ist unser Problempferd im Stall. Ja, muss erstmal ein bisschen gestriegelt werden. Das sorgt nämlich dafür... Oh, ein Feini ist das. Das ist wirklich ein Feini hier. So, und wenn das Pferd dann gestriegelt ist, dann gucken wir mal schnell, was mit dem Pferd passiert ist. Dann sehen wir nämlich, ja, ein bisschen müsste ich noch machen. So, jetzt habe ich richtig gemacht. Ich habe zu lang gedrückt, glaube ich. Dann sehen wir nämlich, die Sauberkeit steigt auf 100%. Und das ist wichtig. Und ihr seht es auch, man muss die Pferde täglich ausreiten. Und wenn der Randy mich nicht heute wieder abschüttelt, wie sonst, dann können wir hier mal schnell eine kleine Runde drehen. Und werden dann gleich... Uiuiui, oh, hör mal, jetzt gehen aber hier die Pferde mit dem durch. So, springen wir gleich nochmal schnell über die Hecke und dann werden wir gleich sehen, dass auch da sich einiges getan hat. Oben links sieht man in der Anzeige... Ah, hier. Brr, Trab. Da oben links sehen wir in der Anzeige, wie 4% für den Tag geritten sind. Und im LS19 hat das, glaube ich, immer so 5 Minuten pro Pferd gedauert. Hier im LS22 scheint das ungefähr ähnlich zu sein. Das heißt, ja, ihr müsst da so pro Pferd so ein paar Minuten investieren. Und dann sind sie geritten. Gucken wir hier nochmal schnell bei dem Randy vorbei und sehen dann hier 31%. Das sollte man immer auf 100% machen. Und jetzt muss der Randy auch nochmal hier gestriegelt werden. So, und dann ist auch die Sauberkeit wieder auf 100%. Perfekt, so soll es sein. Das also erstmal zu den Pferden. Jetzt gibt es eine kleine Änderung, nämlich, dass die Pferde sich auch reproduzieren können. Das heißt, wenn man hier Pferde für 500 Euro kauft, dann gibt es auch noch eine Reproduktionsrate. Ja, das ist neu im Landwirtschaftssimulator.
sorgt dann eben auch nochmal für Nachwuchs. Und wie gesagt, für 500 Euro kauft man die. Und wenn wir hier mal im Menü gucken, dann sehen wir unser Mario Hirsch-Fan. Das ist hier eines der Pferde. Ist jetzt schon bei 1000 Euro angelangt. Das heißt, da ist schon eine Wertsteigerung vorhanden. Jetzt müssen die noch versorgt werden. Was man immer machen sollte, ist Stroh reintun. Ich glaube, das dient der Gesundheit. Und wenn man es eben nicht drin hat, dann ist das nicht so gut für die Pferde. Das heißt, darauf sollte man achten. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die man reintun sollte. Und die holen wir jetzt mal schnell mit einem anderen Schlepper, glaube ich. Denn hier ist ja noch ein bisschen was drin. Wobei, wir können auch schnell das... Ah ne, wir machen das mit dem anderen Schlepper. Ich packe den mal hier zwischen. Zack. Und dann holen wir nochmal schnell das Futter für unsere Pferde. Die sind da auch noch relativ gütig, aber schon ein bisschen anspruchsvoller als die Hühner, die wir uns eben angeschaut haben. Mal schnell hier rum. Und dann habe ich hier vorne ein wunderbares Silo platziert, wo man nämlich alle Dinge kaufen kann. Das ist eine Modifikation, das gibt es so im Standardspiel nicht. Aber das macht es mir jetzt hier mal ein bisschen einfacher, alles zu machen. Und dann brauchen wir, müssen wir nochmal schnell schauen, entweder Hafer oder Sorghumhirse. Das sorgt schon mal für 60% Effektivität und dann eben noch Heu und zusätzlich Stroh. Stroh ist allerdings natürlich kein Essen. Also an Futter brauchen wir entweder Hafer oder Hirse und dann eben noch Heu. Wir nehmen jetzt mal Heu mit, wenn das hier funktioniert. Das sieht gut aus. Dann nehmen wir mal ein bisschen was mit. Zack. Und tun das da rein. Und dann kann man sich noch entscheiden, ob man eben Hirse oder Hafer reinfüllen will. Das ist auch eine Neuerung. Im LS19 ging ja nur Hafer. Jetzt ist das noch ein bisschen erweitert worden. So, Heu. Muss man ein bisschen gucken, ne? Also optimalerweise, können wir schnell schauen, genau. Optimalerweise kippt man das jetzt nach rechts ab, weil sonst Drama Grande hier mit dem Dach. Da haben wir direkt hier einen Storno beim Bau. Zack. Und dann holen wir noch schnell... Ja, ich nehme jetzt mal Hafer, weil das so das Gebräuchlichste ist. Aber wie gesagt, Sorghumhirse geht eben auch. Dazu wenden wir mal schnell hier vorne. So. Und holen dann nochmal aus unserem magischen Silo, was gar nicht so groß aussieht, aber alles vorrätig hat, holen wir nochmal schnell ein bisschen Hirse raus. So. Oder nee, Hafer, habe ich gesagt, ne? Wollen wir hier Hafer? Hier. Zack. Auch da nochmal 4000 Liter. Und auch das soll den Pferden dann nochmal zugutekommen. So. Sieht ganz hübsch aus hier, der Hof, ne? Also kann man nichts sagen. Extra für das Tutorial vorbereitet und selbst da wurde nochmal Wert auf Optik gelegt. Aber ich habe andere Tutorials gesehen, das sah wirklich nicht schön aus. Also inhaltlich war es vermutlich ganz okay, aber schön sah es nicht aus. So, den Rest müssen wir dann wieder verkaufen. Die Pferde sind versorgt. Jetzt sollte eigentlich alles bei dem, also bis auf den Ausritt, aber ansonsten sollte hier alles ganz gut aussehen. Und da sehen wir hier die Aufteilung und Stroh. Könnte man jetzt auch noch nachladen, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Wer die Pferde übrigens transportieren möchte, also wer die Pferde kaufen möchte oder dann eben verkaufen möchte, der kann hier mal schnell unter Tierhaltung, ist es glaube ich, Tiertransport, genau, Tiertransport schauen. Da sieht man nämlich, es gibt einmal diesen riesigen Tiertransporter, der ist für Kühe und für Schweine und für Schafe geeignet. Und dann gibt es noch diesen Tiertransporter hier, der ist dann eben für Pferde geeignet oder wer es eine Nummer kleiner will, der kann auch hier den Böckmann nehmen. Das ist vermutlich so das Gefährt, was man in Deutschland eher kennt. Aber damit können die Pferde dann eben transportiert werden. Aber das soll uns nicht länger aufhalten, denn wir kümmern uns um die nächste Tierart. Und ich glaube, also am kompliziertesten ist es bei den Kühen, weil da auch bei den Ställen einige Dinge noch zu beachten sind. Deswegen geht es erstmal weiter mit den Schafen. Und auf dem Weg lade ich mal schnell alles ab. Muss ich da vorne in unser Silo kippen.
Und dann sind wir ready für den nächsten Einsatz. Ihr merkt, ich rush da heute ein bisschen durch. Es ist aber auch einfach sehr viel. Ich muss mal hier die Abladeseite ändern. Es ist doch eine ganze Menge hier bei den Tieren. Und es hat sich auch einiges geändert. Deswegen versuche ich das möglichst kompakt und möglichst flott alles zu erklären. Und da vorne sind wir jetzt auch schon bei den Schafen. Und auch hier gehen wir erstmal in das Baumenü und schauen uns dann mal an, wo man hier drauf achten muss. Auch hier gilt, es gibt insgesamt 3 Ställe und auch die unterscheiden sich wieder in dem Preis und in der Kapazität. Und auch hier gilt, wer günstig kauft, der kauft auch ein bisschen Arbeit mit, denn auch hier muss man bei dem günstigsten Stall, bei der günstigsten Weide Wasser anliefern. Das fällt bei den größeren Ställen hier weg, denn die haben einen automatischen Wasseranschluss. Die Fütterung ist dafür umso einfacher. Da gilt nämlich die Schafe. Und das schauen wir uns hier nochmal schnell an. Wo haben wir unsere schönen... Hier haben wir unser alpines Steinschaf oder unser schwarzbraunes Bergschaf und unser Black Welsh Mountain Schaf. Das ist relativ simpel gehalten. Also hier muss man einfach nur Gras oder Heu reintun. Ähnlich wie bei den Hühnern ist auch hier... sehr easy, die sind da nicht so wählerisch und am Anfang macht man das natürlich mit Gras, weil Heu einfach noch einen Wender braucht und noch ein bisschen mehr Zeit und so. Deswegen sollte man am Anfang eher Gras reintun, aber man kann auch genauso gut Heu reintun. Das macht eigentlich keinen Unterschied, nur im Arbeitsaufwand eben. Aber je nachdem, was man auf dem Hof hat, kann man das so einfach reinwerfen. Und ich nehme jetzt mal Gras hier, wie eben gesagt. Machen wir jetzt mal nicht ganz voll. Und dann tun wir auch das schnell in den Stall hier rein. Hier müssen wir nochmal gucken, dass wir das hier alles korrekt abladen. Ich glaube, das wird hier schon ein bisschen sehr eng. Der Spiegel vorne muss schon dran glauben. Aber wir kriegen das, naja, so einigermaßen hin, ne? Naja. Also es ist, sollte man mit einem etwas kleineren Anhänger dann machen, wenn möglich. Oder man muss halt rückwärts dran fahren. Wobei auch das ja dann mit dem Kipper problematisch ist. Aber damit ist es im Prinzip schon geschafft. Also wenn ihr hier diese Stallgröße platziert habt, dann sind die jetzt hier versorgt. Dann kann man hier nochmal kurz gucken, welche Schafarten, ich wollte gerade schon Steinarten sagen. Aber hier sehen wir nochmal schnell, welche Schafarten es gibt. Und auch hier gibt es etwas jüngere Schafe und etwas ältere Schafe. Und auch dabei wird sich die Produktion, die Wollproduktion dann unterscheiden. Aber ihr seht, günstig oder am günstigsten ist man unterwegs, wenn man hier das ganz junge Schaf kauft. Und etwas teurer ist man unterwegs, wenn man das 8 Monate alte Schaf kauft. Und auch die reproduzieren sich hier und produzieren dann Wolle. So, die kann man, wie gesagt, auch mit dem Transporter kaufen oder eben über das Tiermenü. Und das ist dann das Produkt. Und ich habe das schon mal ausprobiert mit einem, ich glaube sogar mit dem größten Stall. Und es hat ewig lang gedauert, da irgendwie Wolle zu produzieren. Deswegen muss man da ein bisschen Zeit mitbringen. Das ist jetzt nicht mehr, ich glaube, in irgendeinem Landwirtschaftssimulator war das ein einfaches Mittel, um Geld zu verdienen. Ich meine, es war LS17 oder vielleicht auch LS15, aber ich meine LS17. So einfach ist es jetzt meines Erachtens im neuen Landwirtschaftssimulator nicht, aber man kann halt hier einfach Gras oder Heu anliefern und dann bekommt man die Wolle und muss nichts weiter tun, muss hier nicht irgendwas striegeln oder pflegen oder was auch immer. Das heißt, auch das ist relativ dankbar, ohne großen Aufwand zu handeln. Und dann kann man das Ganze weiterverkaufen. Man kann das natürlich erstmal direkt verkaufen. Wenn wir hier mal schnell schauen, sehen wir hier unsere Wolle. Die kann man zur Spinnerei La Filature du Coteau bringen. Und dort bekommt man 1740 Euro. Oder man verarbeitet das Ganze weiter. Und jetzt muss ich selbst mal kurz schauen. Es gibt nämlich eine Spinnerei, wenn ich mich recht erinnere. Hier, genau. Aus Baumwolle oder eben Schafswolle wird dann Stoff produziert. Und dieser Stoff, der kann dann wiederum zu Kleidung in der Schneiderei gemacht werden. Das sind die Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Auch da gilt allerdings, und wie gesagt, ich habe es ausprobiert, das dauert sehr, sehr lang.
Es ist sehr lukrativ, die Kleidung. Können wir uns mal anschauen. Ich glaube, das ist das, womit man hier am meisten Geld verdient im Landwirtschaftssimulator. 22.521 Euro. Das ist natürlich eine ganze Menge, aber es braucht auch viel Zeit. Und wer das als Mittel nimmt, um schnell reich zu werden, sollte da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Gut, dann haben wir uns auch hier erfolgreich um die Schafe gekümmert und können weiterfahren zu den Schweinen. Auch die sind im Landwirtschaftssimulator 22 wieder vertreten. Die sind allerdings schon sehr anspruchsvoll und da braucht man schon einen relativ großen Betrieb. Wie bei allen anderen Sachen gilt auch hier, man kann sich natürlich das Futter im Shop kaufen. Das habe ich eben bei den anderen jetzt mal nicht erwähnt, weil man das noch relativ einfach selbst produzieren kann. Aber bei dem Schweinefutter wird das immer relativ interessant, auch mal Futter zu kaufen. Kann man hier als Big Bag kaufen oder eben als Palette, Big Bag Palette, Schweinefutter. Kann hier auch Hafer für die Pferde kaufen, Weizen für unsere Hühner. Ja, und wie gesagt, das geht dann hier auch nochmal. Auch hier Weizen, Hafer und Schweinefutter. Und wenn man keine Ressourcen auf dem eigenen Hof hat, dann kann man das auch im Shop erwerben. So, dann gucken wir uns mal an, was es bei den Schweinen so für Stallunterschiede gibt. Und Überraschung, auch hier gibt es insgesamt 3 Stallgrößen. Und auch hier gilt, die unterscheiden sich vor allen Dingen in ihrer Kapazität und in ihrer Optik. Hier passen 270 Schweine rein und hier eben 30 bzw. 108. So, und wenn wir hier mal platzieren, hier, dann sehen wir, auch hier muss man Wasser anliefern, auch wenn es hier unten rechts gar nicht markiert ist. Und auch hier muss man Futter anliefern. Das heißt, auch hier hat man auch ein bisschen mehr Arbeit und hier hat man dann eben Platz für sehr viele Schweine. Man muss bei den Schweinen natürlich eine ganze Menge anliefern. Deswegen habe ich auch gerade mal schnell das Schweinefutter gezeigt. Das ist für den Start, finde ich, immer so das Schlechteste von allen Optionen. Man kann zwar mit den Schweinen Geld verdienen, aber die brauchen so viel unterschiedliches Zeug. Da muss man schon einen relativ großen Betrieb haben und auch relativ viele Maschinen. Würde ich persönlich jetzt nicht für den Anfang empfehlen, aber gut, muss jeder selbst wissen, wie er spielen will. Und was die alles brauchen, das schauen wir uns jetzt mal an im Überraschung Tiermenü. Und wo haben wir es? Hier, das deutsche Edelschwein, das bunte Bentheimer Schwein und das Berkshire Schwein. Genau, hier sehen wir, die Gesundheit ist aktuell bei 100%. Jetzt wird hier schon Gülle und Stroh produziert. Hier wird schon Gülle produziert. Ne? Stroh muss man hier reinwerfen. Das können wir uns gleich noch angucken. Und dann braucht man alles Mögliche an Futter. So, aber erstmal kümmern wir uns um das Stroh. Das ist auch hier wieder wichtig. Und den Schritt habe ich mir bei den Pferden ja gespart. Da muss er aber natürlich auch gemacht werden. Hier steht das, wie es der Zufall will, schon bereit. Das Fahrzeug. Ein JCB. Und dann kann man hier einfach auf dem Futtertrigger stehen bleiben. Kann einmal schnell die Klappe öffnen und das Stroh abladen. So. Und dann sind die Schweine mit Stroh erstmal versorgt. Auch das sollte wieder für Gesundheit sorgen. Also das ist nicht unerheblich. Das sollte man auf jeden Fall machen. Jetzt sehen wir schon, Gülle wird hier produziert. Das heißt, man kann die Gülle später verwenden. Das schauen wir uns gleich allerdings nochmal an. Und dann sehen wir hier Basisfutter. Wir sehen Getreide, Protein und Wurzelfrüchte. Basisfutter, das ist Mais oder Sorghumhirse. Das können wir mal schnell hier aufladen. Nehmen wir mal den Mais. Das ist übrigens, also, ne, weil es ja immer auch Leute gibt, die ganz neu in der Landwirtschaftssimulator-Reihe sind. Mais ist was anderes als gehäckselter Mais. Ja, also das muss mit einem Mähdrescher geerntet werden. Und Mais-Silage wird ja in der Biogasanlage verwendet. Das wird dann mit dem Häcksler geerntet. Ne? Also diejenigen von euch, die schon ein bisschen länger dabei sind beim Landwirtschaftssimulator, wissen das natürlich. Ich wollte es nur schnell mal gesagt haben. Nicht, dass man sich wundert. Mensch, ich häcksel doch hier den ganzen Tag Mais. Und das wird von den Schweinen nicht angenommen. Hier geht es um die Maiskörner, nicht um die restliche Pflanze. So, damit haben wir jetzt den ersten. Das Basisfutter haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen aufgefüllt. Hätte ich auch durchaus noch ein bisschen mehr laden können. Dann geht's weiter. Die Schweine brauchen nämlich auch noch Getreide. Ja? Also wir brauchen Weizen oder Gerste.
Und ich werde mich jetzt einfach mal für Gerste entscheiden. Und da fahre ich wieder zu meinem magischen Silo. Ich werde euch das mal in der Videobeschreibung verlinken, das Silo. Aber ganz wichtig, das gibt es nicht für die Konsolen. Das gibt es nur für den PC aktuell. Vielleicht gibt es irgendwann mal auch sowas im Mod-Hub für die Konsolen. Weiß ich nicht. Aber aktuell ist das, wie gesagt, nicht der Fall. So, und Weizen oder Gerste, habe ich gesagt, ne? Jo. Dann nehmen wir mal schnell Gerste mit. Und machen aber flott voll. So. Und dann können wir das hier vorne abladen. So. Hört man ja auch nochmal die schönen Sounds vom Landwirtschaftssimulator 22. Und dann sehen wir, wie hier das Getreide jetzt gleich hochschießen wird. Okay, ich war gerade ein bisschen irritiert, weil das hier schon wieder geschlossen hat. Aber man muss natürlich darauf achten, dass man das immer ganz gut mischt hier. Also, dass man gerade bei Mais oder Sorghumhirse eben entsprechend viel anliefert. Und dann bei Weizen und Gerste 25%, Sojabohnen, Raps 20%. Und dann muss man eben noch Kartoffeln oder Zuckerrüben anliefern. Das sparen wir uns jetzt mal, weil das, wie gesagt, hier schon komplett voll ist. Aber das Verhältnis stimmt so ungefähr. Also Basisfutter, wie gesagt, am meisten. Getreide dann auch noch. Und der Rest, ja, kann dann noch hinzugefügt werden. Ist aber gerade bei den Wurzelfrüchten nicht mehr ganz so interessant. Gut. Dann ist auch das erstmal erledigt. Und damit sind die Schweine sozusagen futtermäßig versorgt. Dann habe ich eben schon gesagt, es gibt ein paar Produkte, die dabei entstehen. Und zwar gibt es erstmal Gülle, die kann man auf der anderen Seite abladen. Können wir uns mal schnell anschauen. Können wir hier sogar ohne den Motor gestartet zu haben, kann man dann hier einfach aufladen. Ich habe jetzt hier mal so einen Zubringer, aber man kann natürlich auch das direkt an den in das Güllefass laden, womit man das dann auf die Felder ausbringen möchte. Und ich persönlich mache das so, dass ich die Gülle nie direkt auf die Felder ausbringe, sondern immer zur Biogasanlage bringe. Dort wird die Gülle dann nämlich verarbeitet, kann dann zu Geld gemacht werden und es entsteht, wenn man eine Biogasanlage hat, ja sowieso Gärreste als Produkt, als Nebenprodukt. Und deswegen nehme ich immer lieber die Gärreste, um die für Missionen oder auf den eigenen Feldern zum Düngen zu verwenden. Man kann aber auch direkt mit der Gülle natürlich auf den Feldern düngen, ganz wie ihr das möchtet. Und das ist nicht das einzige Produkt, was hier entsteht. Es ist allerdings ein bisschen tricky gemacht. Denn es gibt noch Silo-Erweiterungen, das ist ganz wichtig. Also hier gibt es das auch nochmal, aber wir wollen Silo-Erweiterungen haben. Und dann kann man hier einen Misthaufen platzieren. Da ist hier schon ein Platz für vorgesehen. Müssen wir mal schnell hier, zack. So. Und dann gibt es noch einen Güllebehälter, den kann man dann noch als Erweiterung nutzen. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig, aber so könnte man es vielleicht noch platzieren. Auch das erweitert dann nochmal die Kapazität, dass man nicht so ganz oft hier abtanken muss. Und wenn wir uns jetzt hier mal die ganze Geschichte anschauen und ein bisschen vorspulen, dann sehen wir Produktivität etc. etc. Ja, das ändert sich jetzt erstmal nicht, aber genau, hier vorne entsteht jetzt Mist. Nach und nach, und der kommt eben von den Schweinen. Das muss man also extern als Silo-Erweiterung platzieren. So, und auch hier ist es so, dass man die Schweine natürlich entweder mit dem Transporter direkt abholen kann oder eben über das Menü kaufen kann. Und auch hier vermehren sich die Schweine dann. Ich glaube, sie kriegen erst ab dem 6. Monat Nachwuchs. Und dann sorgen sie eben für Nachwuchs, steigen im Wert, wenn man die gut pflegt. Und irgendwann kann man die Schweine dann verkaufen. Man verkauft sie allerdings wirklich nur, und zwar auch wieder beim Viehhändler oder eben hier über das Tiermenü. Man bringt sie nicht zum Schlachter oder zum Metzger oder sonst wohin. Das ist im Landwirtschaftssimulator nicht umgesetzt, weil das Spiel ja eine USK-0-Freigabe hat und familienfreundlich bleiben will. Wird immer breit diskutiert, ob das jetzt albern ist oder nicht, aber es ist jetzt nun mal einfach so umgesetzt. Damit muss man sich arrangieren, und es wird irgendwann sicherlich auch wieder Mods geben, die das möglich machen, dass man die Schweine eben zum Metzger bringt oder wo auch immer hin, zum Schlachter. Aber das geht im Standardspiel nicht. So, wie gesagt, immer gut pflegen, immer gut mit Stroh versorgen und auch für die entsprechende Nahrung sorgen. Und dann kann man
das durchaus zu einem lukrativen Nebengeschäft machen. Reich wird man damit nicht mit den Schweinen, aber es reicht, glaube ich, dass man immer mal sich auch ein paar neue Maschinen kaufen kann mit dem Verdienst. Und als letztes gucken wir uns jetzt noch die Kühe an. Und das ist vermutlich am kompliziertesten, denn bei den Kühen wird unterschieden und Kühe sind nicht gleich Kühe. Das, was wir jetzt hier platziert haben, das ist der größte Kuhstall, den es im Landwirtschaftssimulator standardmäßig gibt. Es gibt allerdings auch noch kleinere und die unterscheiden sich auch wieder so ein bisschen. Denn wenn wir hier mal bei Kühen gucken, dann sehen wir, es gibt insgesamt 4 Ställe. Vermutlich, weil das auch so die wichtigste Tierart ist. Damit kann man schließlich Milch produzieren und auch noch was anderes. Es gibt hier erstmal diesen Freilandstall, diese Weide, die man hier einfach platzieren kann. Auch hier gilt wieder, man muss Wasser anliefern. Auch hier hat man also extra Arbeit, wenn man das noch machen möchte. Dann gibt es hier den etwas größeren Stall und dann geht das hoch bis zu dem 722.500 Euro teuren Stall. Das ist natürlich schon eine ganze Menge Geld für einen Betrieb, ne? Auch im Landwirtschaftssimulator. Aber dieser große Stall, der hat einige Komfortdinge und die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Reicht für 80 Tiere, hier ebenfalls 80, aber der hat eine Sache, glaube ich, nicht, die gleich ganz interessant wird. Und dann gibt es noch für 45 und eben für 15 Kühe jeweils Ställe. Da vorne ist auch schon eine Weide platziert, das schauen wir uns gleich noch an. Erstmal geht es hier um den Stall und wenn wir jetzt hier mal in das Tiermenü gehen, müssen wir hier vorne hin. Dann sehen wir, dass wir hier unterschiedliche Kuharten haben. Es gibt nämlich im Landwirtschaftssimulator 22 sowohl Fleischkühe, also Rinder, und es gibt dann eben Kühe, die Milch produzieren. Das ist hier zum Beispiel diese Brown Swiss Art und die Holsteiner Art. Auch hier ist es so, dass man wie bei den Schweinen unterschiedliche oder auch bei den Hühnern unterschiedliche Altersstufen hat. Das heißt, man kann hier eine 0 Monate alte Kuh kaufen, eine 12 Monate alte Kuh und eine 18 Monate alte Kuh. Und bei den Schweinen ist ja, glaube ich, so, dass man 0 und 6 Monate alte Schweine kaufen kann. Da ist der erhebliche Unterschied, dass die Schweine ab dem 6. Monat auch Nachwuchs generieren, Nachwuchs bekommen. Hier gibt es noch 2 andere Kriterien. Denn bei den Milchkühen, wie jetzt hier bei der Holsteinkuh, geht es ja auch darum, dass Milch produziert wird. Und das passiert bei den 0 Monate alten Kühen, also bei den Kälbern sozusagen, auch wenn die hier optisch nicht dargestellt sind, erstmal noch nicht. Das folgt nämlich erst ab dem 12. Monat. Ab dem 18. Monat kann man dann Kühe, gerade bei der Fleischproduktion, dann gewinnbringend weiterverkaufen. Und ab dem 28. Monat, wenn ich richtig informiert bin, generieren die Kühe dann auch Nachwuchs. Das heißt, das dauert da eine ganze Zeit lang. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt hier die Kühe kauft. Und das heißt im Umkehrschluss, dass eine 200-Euro-Kuh zwar relativ günstig ist, aber erstmal noch keine Milch produzieren wird. Das heißt wiederum, man kann sich diese Kühe zwar kaufen, sollte allerdings das nur machen, wenn der Hof schon gut läuft und man jetzt nicht dringend auf die Milch sozusagen angewiesen ist. Wenn man direkt mit der Milchproduktion starten möchte, dann muss man eine 12 Monate alte Kuh kaufen. Wie es der Zufall will, haben wir das jetzt hier schon auf dem Hof gemacht und haben auch schon Milch produziert. Bevor wir allerdings zur Milch kommen, sollten wir uns nochmal schnell um die Fütterung kümmern. Und dazu gehen wir einmal schnell hier in das Tiermenü und dann sehen wir, die Produktivität liegt aktuell bei 100%. Strom muss nachgefüllt werden und wir brauchen insgesamt Mischration, Heu und Gras. Auch hier gilt, wie bei den Schweinen, wo ich glaube ich vorhin kurz irritiert war, dass das natürlich die Gesamtmenge ist hier, ne? Also wenn ihr alles mit Mischration auffüllt, dann habt ihr eine Effektivität von 100%. Das heißt, es bietet sich auch an, immer Mischration hier reinzubringen. Und wer jetzt allerdings aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel keine Silage hat, der kann auch einfach Heu oder Gras hier reintun. Heu bringt immerhin noch eine Effektivität von 80% und Gras dann eben eine Effektivität von 40%. Das Tolle an diesem Stall hier ist, dass man sich um viele Sachen keine Gedanken machen muss, dass man hier nicht so viel arbeiten muss, denn man braucht keinen Futtermischer. Das heißt, für das Geld, was man hier hinlegt, diese 700.000 Euro, bekommt man, ihr seht es hier, einen Futtermischer. Ich glaube, der legt immer um Punkt los. Das heißt, ich kann vielleicht gleich mal schnell vorspulen und vielleicht sehen wir es dann gleich noch, wie er dann hier mischt. Und man fährt dann hier einfach mit seiner Silage ran, man fährt mit seinem Stroh ran und man fährt mit seinem
Heu ran und daraus wird dann, ah ja, jetzt geht's los, um 16 Uhr sehen wir's, genau. Und daraus wird dann totale Mischration hergestellt, also TMR. Es fehlt allerdings noch eine Zutat und die schauen wir uns gleich an, sobald hier der Futtermischer sein Werk getan hat. Da sieht man nämlich jetzt schön, wie das mit der Schaufel reingetragen wird. Aber vielleicht können wir es auch parallel machen. Man sollte immer gucken, dass dieser Bereich hier frei ist. Warum, werden wir uns dann gleich noch ansehen dürfen. Und ihr seht hier, ich habe hier noch eine Palette, die wichtig ist. Ohne diese Palette funktioniert nämlich hier nichts. Also der Futtermischer wird dann vermutlich nicht so arbeiten, wie er arbeiten soll. Das ist nämlich Mineralfutter. Das bekommt man hier im Shop auf einer Palette mit Säcken gestapelt. Und das bringt man hier vorne einfach hin. Das kommt also noch zusätzlich zur Silage, zum Stroh und zum Heu dazu. Kann dann hier abgeladen werden. Ihr seht's. Und dann mache ich den Bereich hier wieder frei. Und wenn er dann fertig gemischt hat, dann öffnet sich hier das Tor und dann kommt der Lady-Roboter, der Mischroboter raus. Das ist wie gesagt eine Eigenheit hier von dem teuersten Kuhstall. Die anderen haben das so nicht. Da muss man dann selbst mischen und wie man das macht, das können wir uns gleich noch schnell anschauen. Aber hier muss man wie gesagt nur alles anliefern und dann wird hier vollautomatisch gemischt. Dann fährt er hier rein und dann werden wir jetzt gleich sehen, wie er das alles abladen wird. So, da dreht er seine Runde. Ich habe mal schnell einen Cut gemacht, weil das doch ein bisschen länger dauert. Und dann wird hier den Kühen das frische Essen hier hingeliefert. Hervorragend. So, jetzt müssen wir noch Stroh reinbringen. Das ist ja hier nicht mehr so ganz viel vorhanden, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, Stroh nur noch Mangelware. Das können wir mal schnell machen. Und dann mischen wir gleich nochmal schnell Mischration. Da hat sich zum letzten Teil bis auf diesen Mineralzusatz nicht viel geändert. Jetzt muss ich nur mal schnell meinen Futtermischer finden. Hier ist er. Ich zeige es trotzdem mal, weil es auch so Kleinigkeiten gibt, die sich geändert haben, die vielleicht ganz interessant sind. Und deswegen nehme ich erstmal hier ein bisschen Stroh mit. Und eine Kleinigkeit kann ich direkt zeigen. Das ist nämlich, ja, ich finde es ganz angenehm. Ob das jetzt so realistisch ist, weiß ich nicht. Aber man kann jetzt hier einfach seinen Arm ausstrecken. Und das ist ja das, womit man eigentlich dann Futter sozusagen, müssen wir erstmal ausklappen, womit man Futter sozusagen aufnehmen kann mit diesem Arm hier. Und da ist so eine Fräse dran und damit kann man dann auch zum Beispiel einen Strohballen hier, ja, sieht man hier, kann man dann einfach klein machen. Ich meine, das ging so im Landwirtschaftssimulator 19, zumindest mit ohne Mods nicht, aber korrigiert mich da gerne. Ich finde es aber auf jeden Fall ganz charmant. Wenn man sich jetzt nämlich zum Beispiel Strohballen gekauft hat, dann ist das hier das Mittel der Wahl, um die klein zu machen. Es gibt auch noch einen Ballenauflöser und so, überhaupt keine Frage, aber hier geht es doch relativ flott mit. Und wenn wir dann hier ein bisschen was drin haben, dann machen wir die Fräse wieder aus. Und dann geht's einmal schnell zum Kuhstall oben und dann wird nochmal schnell Stroh abgeliefert. Also das muss man immer noch machen, das wird jetzt nicht von dem Fütterungsroboter gemacht, aber der Fütterungsroboter ist eben auch nur ein Fütterungsroboter und kein Einstreuroboter. Das muss man ganz einfach hier nochmal abliefern, ist aber nicht weiter dramatisch und man sieht, ja, der Bedarf ist jetzt natürlich hoch, aber es hat hier schon ein bisschen was gebracht und wenn man ganz genau hinschaut, ich habe jetzt hier die falsche Abladeseite ausgewählt. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man eben auch, wie da eingestreut wird. Jetzt haben wir hier den großen Vorteil, dass hier schon alles fertig gemischt wird. Aber man kann natürlich auch noch Mischrationen selbst herstellen. Und das machen wir jetzt mal. Man kann das mit Ballen machen. Die stehen auch schon hinten bereit. Also man kann das mit Strohballen, Heuballen und Silageballen und sowas machen. Das ist allerdings in der Version, die ich jetzt hier habe, noch so ein bisschen buggy und noch nicht so ganz hübsch anzuschauen. Deswegen fahren wir mal schnell hier durch die Büsche zu unserem magischen Silo und dann füllen wir das nochmal so auf, wie man das auffüllen soll. Da gilt, ein Teil sollte Silage sein, ein Teil sollte, müssen wir mal hier schauen, so genau, ein Teil sollte Silage sein, ein Teil sollte Heu sein und ein halber Teil sollte dann Stroh sein.
Ich mache das jetzt einfach mal so, wie man das in Ballen rechnen würde. Also die Ballen im LS22, die haben ja 8000 Liter. Das heißt, wir starten erstmal nicht direkt mit Mischration, die kann ich jetzt hier auch schon rausholen, sondern wir starten jetzt erstmal mit 8000 Liter Heu. Ja, noch ein ganz kleines Stückchen mehr. So, jetzt sind es 8500 geworden, ist aber auch nicht so wild. Dann nehmen wir 8000 Liter Silage. Müssten wir dann also nach Adam Riese bei 16.000 rauskommen. Und dann nehmen wir nochmal 4.000 Liter Stroh. So, und wenn wir hier F1 drücken, beziehungsweise die Hilfe aufmachen, dann sehen wir, so ist das Mischverhältnis perfekt. Und jetzt brauchen wir am Ende noch unser Mineralfutter. Da fahren wir einfach nochmal schnell zurück zu unseren Kühen. Und dort steht noch eine Palette bereit. Das kann man dann einfach noch zusätzlich mit auffüllen. Und dann ist die Mischration hier, ist das Mischfutter fertig gemischt. Und dann haben wir unser Futter fertig. Wie gesagt, kann man auch alles mit Ballen machen, indem man die dann mit einem Frontlader oder was oben reinhebt. Habe ich jetzt allerdings mal nicht gemacht. Und bei unserem Stall fällt das ja wie gesagt sowieso weg. Wobei man das auch hier machen kann, wenn man das machen möchte. Also man kann jetzt hier, werden wir gleich sehen, man kann jetzt hier einfach Futter abladen. Das ist jetzt hier alles, glaube ich, schon voll. Deswegen wird hier nicht mehr so viel, ja, genau, jetzt wird hier gar nichts mehr angezeigt. Aber im Prinzip ginge das, dass man das hier einfach füttert mit dem Futtermischwagen. Zusätzlich zu dem Futterroboter. Wenn es mal schnell gehen muss oder so. So, dann können wir jetzt hier nochmal R drücken. Zack. Und dann wird es jetzt hier noch aufgefüllt. Ihr seht, das funktioniert in ganz kleinen Schritten. Und da muss noch ein bisschen mehr rein, dass es dann auch im richtigen Verhältnis ist. Ja, das ist jetzt eine ganze Menge, ne? So günstig ist das Zeug auch gar nicht. So, aber ihr habt es vermutlich jetzt so einigermaßen durchschaut, wie das Prinzip ist. So, und dann funktioniert das hier bei den Kühen, die wir uns jetzt hier anschauen, so, dass dann hier eben als Produkt Milch rauskommt. Hier geht es also nicht um die Fleischproduktion, sondern eben um die Milchproduktion. Und hier vorne ist dann der Milchträger, wo man die Milch aufladen kann in seinen Anhänger. Da gibt es auch verschiedene Anhänger. Das ist jetzt natürlich das Größte, was es hier gibt. Und dann kann man das zur Molkerei bringen, glaube ich, ne? Oder also man kann es natürlich auch wieder direkt verkaufen. Das schauen wir uns mal schnell an. Die Milch, die kann man zu der Käserei, das ist jetzt hier eine Mod, das sollte man jetzt, glaube ich, einfach ausblenden. Man kann es zur Käserei oder zur Bäckerei bringen und natürlich kann man auch das wieder weiterverarbeiten, das Produkt. Man kann nämlich hier auf Produktion gehen und dann gucken wir mal, wer alles Milch braucht. Die Bäckerei braucht Milch, das alles nicht. Die Molkerei, die braucht ebenfalls Milch und stellt daraus dann Schokolade bzw. Käse und Butter her. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Der Rest braucht keine Milch. Oder braucht hier... Nee, Müsli-Produktion braucht auch keine Milch. Das dürfte es dann gewesen sein. Genau, Bäckerei und Molkerei nehmen die Milch an. Da kann man sie dann weiterverarbeiten. Und ich habe es eben schon gesagt, es gibt nicht nur die Möglichkeit, Milch herzustellen, sondern man kann eben auch eine Rasse zur Fleischproduktion nehmen. Und die ist, wie der Zufall will, hier vorne schon platziert und die schauen wir uns jetzt zuletzt nochmal schnell an. Das ist nämlich, hier sehen wir es, Angus und Limousin oder so ähnlich. Das sind die zwei Tierarten, die eben zur Fleischproduktion geeignet sind. Holstein und Brown Swiss, wie gesagt, zur Milchproduktion. Die können dann einfach gekauft werden, können dann hier versorgt werden. Und es gibt eine kleine Sache, die für leichte Irritation sorgt, wo auch ich mir nicht ganz sicher bin, was es damit auf sich hat. Denn uns wurde vor dem Release von Giants gesagt, dass man auch Hirse bei den Kühen verwenden kann. Das sollte irgendwie in die Mischration rein. Das funktioniert jetzt aber gar nicht. Also das kann man da, zumindest bei mir in der Version, konnte man es jetzt nicht reintun. Es ist allerdings im Menü angezeigt. Wenn man sich nämlich hier mal kurz anschaut, was in den Hilfen steht, dann sieht man Futter, Gras, Heu, Hirse, Silage und total Mischration. Und ich denke, dass man das eigentlich hier bei den Fleischkühen füttern sollte. Es funktioniert aber nicht. Das heißt, vielleicht ist das ein Fehler oder was auch immer. Hier tut man also das ganz normale Futter rein, sorgt dann dafür, dass es den Tieren gut geht. Wir können mal schnell schauen, wo haben wir hier unsere Kühe. Genau, also da ist die Gesundheit gerade ganz schlecht, weil Wasser zwar vorhanden ist, aber eben
Mischration bzw. Heu oder Gras fehlt. Das könnte man jetzt hier genau wie oben bei den Kühen reinfüllen und dann ginge es den Kühen auch wieder besser und sie würden im Wert steigen. Aktuell sind sie bei 969 Euro. Das geht aber noch dann hoch und dann können sie am Ende einfach verkauft werden. Ja, soweit zu den Kühen, soweit zu den Hühnern, soweit zu den Pferden. Ich hoffe, ich konnte das alles einigermaßen gut erklären, hab's versucht, möglichst kompakt zu machen, aber mit den ganzen Fütterungen, mit den ganzen Jahreszahlen und so, das ist alles nicht so einfach. Und hier vorne steht dann nochmal unser Tiertransporter, den können wir uns am Ende nochmal anschauen. Da können wir einmal schnell einsteigen und wenn man sich die Tiere nicht selbst liefern lassen möchte, sondern eben kaufen möchte und dann zum Hof bringen möchte oder vom Hof wegholen will, dann kann man das mit so einem Tiertransporter machen und ihr seht hier nochmal alle Tierarten aufgelistet, die man hier eben bei dem Viehhändler kaufen kann. Ja, das soll soweit gewesen sein. Wie gesagt, ich habe es versucht, möglichst kompakt zu machen und habe versucht, hier alles reinzupacken, was irgendwie wichtig ist. Wenn euch noch irgendwelche Fragen unter den Nägeln brennen, wenn ihr sagt, das und das möchte ich noch wissen oder hier und da gibt es einen kleinen Fehler, das kann ja immer passieren, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt, das war es soweit von diesem Spotlight-Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in der nächsten Folge wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und wenn ihr noch einen LS22-Server braucht, wisst ihr, der Link dazu ist in der Videobeschreibung.